Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des Klimaschutzministeriums. Die hohen Energiekosten beschäftigen sehr viele von uns, genauso wie die Auswirkungen des Klimawandels. Aber ich kann euch heute eine wirksame Maßnahme empfehlen, die gut für das Klima und euer Geldbeutel ist. Mit dem Sanierungsbonus des Klimaschutzministeriums, der bis zu 14.000, ja ich habe richtig gehört, bis zu 14.000 Euro beträgt, könnt ihr eure Ein- oder Zweifamilienhäuser bzw. Mehrparteien- und Reihenhäuser thermisch sanieren. Thermisch sanieren bedeutet, dass Wände, Fenster, Türen und Dächer besser abgedichtet und gedämmt werden. Ihr habt dann geringere Heizkosten, einen höheren Wohnkomfort, steigert den Wert der Immobilie und leistet einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz. Cool, oder? Für weitere Infos zur Förderung geht am besten auf die Website www.sanierungsbonus.at. Ich wiederhole, www.sanierungsbonus.at. Und jetzt geht es weiter mit der aktuellen Folge von Ganz offen gesagt. Bevor es mit dieser Episode losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung des BMS GBK. Ihr kennt das sicher, wenn es wieder herbstlich wird und kalt und feucht und unangenehm, dauert es nicht lange, bis die erste Erkältung anklopft. Mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit, Schüttelfrost. Wenn dann vielleicht noch richtig hohes Fieber dazukommt, ist es mehr als nur unangenehm, sondern die echte Grippe. Das kann sogar lebensbedrohlich werden und hält einen deutlich länger ans Bett gefesselt als reine Erkältungskrankheiten. Die jährliche Influenza-Impfung schützt in hohem Maß vor einer Influenza-Erkrankung, vor schweren Krankheitsverläufen und Krankheitsfolgen. Eine Impfung ist daher richtig sinnvoll. Der beste Zeitpunkt für die Influenza-Impfung ist von Ende Oktober bis Mitte November. Deswegen am besten jetzt gegen Influenza impfen, weil die echte Grippe ist echt nicht lustig. Mehr Infos auf impfen.gv.at/influenza. Und jetzt zurück zu Ganz offen gesagt. Ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass jetzt auch im zweiten Wahlgang der amtierende Präsident das Rennen machen wird und dass Erdogan auch der nächste Präsident der Türkei bleiben wird. Also ich halte es wirklich für möglich, dass er im Amt bleibt, ja. Herzlich willkommen bei Ganz offen gesagt. Mein Name ist Solmaz Korsan und mein heutiger Gast ist die Journalistin und Buchautorin Çiğdem Akyol. Mit ihr spreche ich über die Stichwahl kommenden Sonntag in der Türkei, über das System Erdogan und was im Ausland über ihn und über die türkische Zivilgesellschaft immer missverstanden wurde. Hallo Çiğdem, vielen Dank, dass du dir heute Zeit genommen hast für unser Gespräch. Bevor wir beginnen, gibt es bei Ganz offen gesagt die berühmte Transparenzpassage, woher wir einander kennen und ob du parteipolitisch aktiv bist oder warst. Ich übernehme den ersten Teil. Wir kennen uns von meiner Zeit in Zürich, wo wir uns beide als Nicht-Schweizerinnen in der Schweiz über unser Dasein dort ausgetauscht haben. Den zweiten Teil überlasse ich dir. Warst du in der Vergangenheit parteipolitisch aktiv oder bist du es aktuell? Nein, ich war noch nie Mitglied irgendeiner Partei. Ich war vor über 20 Jahren während der Studienzeit mal Mitglied bei Amnesty International. Oh, schön. Ich als Schülerin auch. Nichts dergleichen, was ich zu erzählen habe. Okay. Ich stelle dich noch kurz einigen Zuhörerinnen und Zuhörern vor, die dich nicht kennen sollten. Du bist aktuell Journalistin bei der Zürcher Wochenzeitung Die Woz, hast davor bei der Berliner Taz gearbeitet und warst davor auch bei der APA als Korrespondentin in der Türkei. Unter anderem hast du 2016 über den versuchten Militärputsch berichtet. Und du hast mittlerweile schon 3 Bücher über die Türkei geschrieben. Generation Erdogan, Erdogan die Biografie und aktuell ganz neu die gespaltene Republik, die Türkei von Atatürk bis Erdogan, erschienen im S. Fischer Verlag. Und wir werden über dein Buch noch sprechen, vor allem, weil du da auch sehr schön die vergangenen 20 Jahre, also die Erdogan-Zeit extrem gut Revue passieren lässt und auch den Kontext herstellst, wo wir uns eigentlich heute in der Türkei befinden. Aber ich würde gern kurz noch auf die Aktualität eingehen, weil am 28. Mai findet die Stichwahl in der Türkei statt zwischen dem amtierenden Präsidenten Recep Tayyip Erdogan und seinem Herausforderer Kemal Kılıçdaroğlu. Erdogan hat mit 49,5% knapp die Mehrheit verpasst. Kılıçdaroğlu mit 44,8% schon etwas mehr. Er war der Kandidat der Opposition, einer Allianz von 6 unterschiedlichen Parteien. Und er ist Vorsitzender der kemalistischen CHP, der türkischen Sozialdemokraten. Und
Ich würde gerne jetzt von dir, weil wir, also unser Podcast kommt quasi ein paar Tage, bevor die Stichwahl stattfindet, heraus. Wie wahrscheinlich hältst du es, dass am kommenden Sonntag die Türkinnen und Türken Erdogan nach fast 20 Jahren an der Macht abwählen? Das ist ja jetzt der berühmte Blick in die Glaskugel. Und also es ist immer schwierig mit Wahlprognosen, weil es kann noch so viel passieren in der Türkei, so viel Unvorhergesehenes natürlich passieren. Aber ich halte es nicht für unwahrscheinlich, dass jetzt auch im zweiten Wahlgang der amtierende Präsident das Rennen machen wird und dass Erdogan auch der nächste Präsident der Türkei bleiben wird. Also ich halte es wirklich für möglich, dass er im Amt bleibt, ja. Ein bisschen eine düstere Prognose, weil ich erinnere mich, dass wir vor allem, also in den Vorwochen, vor allem diese Figur Kemal Kılıçdaroğlu sehr als den Hoffnungsträger, der porträtiert wurde, auch in den Medien und auch dargestellt wurde. Ich würde gern ein bisschen auf ihn zu sprechen kommen, weil er ja als das demokratische Gegenstück zu Erdogan immer bezeichnet worden ist. Und ich glaube, in manchen Medien habe ich sogar gelesen, man hat ihn als türkischen Gandhi bezeichnet. Mhm. Und gleichzeitig hat er auch sehr nationalistische Töne, vor allem was die Flüchtlingsfrage angeht. Also es leben ja knapp 3,6 Millionen Syrer in der Türkei und er hat ja schon angekündigt, dass er, wenn er Präsident werden sollte, dass er in den kommenden 2 Jahren da auch quasi dafür sorgen wird, dass die wieder zurück nach Syrien gehen. Genau, jetzt würde ich ganz kurz, bevor wir über Erdogan sprechen, noch über diese Hoffnungsträgerfigur Kılıçdaroğlu sprechen. Wie schätzt du ihn ein? Ja, also wenn du hast eingangs gesagt, eine düstere Prognose, das ist immer eine Frage der Sichtweise. Mhm. Für Millionen Menschen ist das keine düstere Prognose. Für Millionen Menschen ist Erdogan weiterhin eine Lichtgestalt. Und das können wir uns in den deutschsprachigen Medien, wird das ja eigentlich, kann man sich das ja nie so richtig vorstellen. Erdogan-Anhängerinnen werden ja immer so ein bisschen wie Außerirdische dargestellt, finde ich. Und aber das ist ganz wichtig, Solmaz. Mhm. Also wirklich, es gibt Millionen Menschen, die diesen Mann verehren, die sehen ihn als Lichtgestalt, die sehen ihn auch als ihr Führer. So wird man, so nennt man in der Türkei auch Präsidenten oder auch Erdogan als Leader. Und dieser Hoffnungsträger Kemal Kılıçdaroğlu, der, wie du schon richtig gesagt hast, auch als eine Art Gandhi bezeichnet wird. Oder es gab auch schon Vergleiche mit Barack Obama etc. Und der ist auch durchaus zweifelhaft. Also Kılıçdaroğlu bezeichnet sich selbst als stille Kraft übrigens, und das finde ich trifft auch zu. Er ist wesentlich weniger polarisierend als sein Kontrahent, als Erdogan. Er ist wesentlich weniger populistisch als Erdogan. Es gibt keine ernsthaften Korruptionsvorwürfe gegen ihn. Die gibt es gegen die Regierung schon. Und Kılıçdaroğlu ist in der Vergangenheit eigentlich dadurch aufgefallen, dass er nicht aufgefallen ist. Er ist kein Berufspolitiker, was man auch merkt. Er ist recht spät erst in die Politik gewechselt, nach seiner Pensionierung 1999. Zuvor war er Beamter. Er war Leiter der Sozialversicherungsanstalt. Und er wurde auch mal zum Beamten des Jahres gewählt. Mhm. Und genau das ist auch so ein bisschen Teil seines Problems, dass er halt schlicht wenig charismatisch ist. Also ich vergleiche ihn, wenn ich mir eine deutsche Figur, wenn ich ihn vergleichen müsste, würde ich ihn mit Olaf Scholz vergleichen. Mhm. Sehr trocken. Und Kemal Kılıçdaroğlu hat das Amt der Sozialdemokraten, das Amt des Chefs, erst 2010 übernommen. Und seitdem wenig erfolgreich gewesen in dem, was er gemacht hat. Er hat es nicht geschafft, auch nur eine Wahl gegen Erdogan zu gewinnen. Und Kemal Kılıçdaroğlu ist, auch wenn er weniger polarisierend und weniger populistisch ist, und ist er aber auch zweifelhaft, weil er auch nicht davor zurückgescheut hat in der Vergangenheit, zum Beispiel Koalition mit der ultrarechten MHP einzugehen. Die MHP ist übrigens jetzt der aktuelle Koalitionspartner der
AKP-Regierung. Und du hast es auch erwähnt, die Syrer im Land, es leben rund 3,6 Millionen Syrer in der Türkei. Hinzu kommen noch Hunderttausende Afghanen, Iraner, Iraker. Also rund 4 Millionen Flüchtlinge leben in der Türkei. Und die CHP, Kemal Kılıçdaroğlu, macht einen sehr harten Wahlkampf auf Rücken dieser Schutzsuchenden, der Zugezogenen. Denn das Flüchtlingsthema ist ein sehr großes in der Türkei. Die Flüchtlinge werden insgesamt allgemein als Problem betrachtet. Man will sie loswerden. Da gibt es auch Studien aus der Bevölkerung, also Befragungen. Und da gibt es eigentlich große Einigkeit. Das kann man auch so durchaus pauschalisieren. Die sollen gehen. Das Land kann es nicht mehr tragen. Auch die Türkei ist in einer Wirtschaftskrise, die sich auch die sich weiter zuspitzen wird. Da bin ich überzeugt. Und diese Flüchtlinge werden der AKP-Regierung zugerechnet, dass sie die überhaupt hereingelassen hat. Und das schlachtet Kılıçdaroğlu aus. Und das hatte er erst vor wenigen Tagen wieder gemacht, nachdem er die Stichwahl verloren hat oder schlechter abgeschnitten hat als gedacht. Hat er wieder ein Video veröffentlicht auf Twitter, das doch recht düster ist, wo auch nochmal ganz klar positioniert wird, die Flüchtlinge müssen aus dem Land, in einer doch eher schwierige Rhetorik. Das ist Kemal Kılıçdaroğlu. Ich würde ihn auch durchaus einen politischen Wendehals nennen. Aber hat das in der Türkei eigentlich jetzt, unabhängig jetzt von der CHP, aber in allen Parteien so eine Tradition, diese Ausländerfeindlichkeit, diese Flüchtlingsfeindlichkeit? Also gegenüber den eigenen Ethnien ist man natürlich, also die kurdische Frage, die Aleviten, da auf jeden Fall kann man wahrscheinlich bei allen Parteien Unterschiede ausmachen. Aber so generell gegen quasi nochmal äußere Ausländer, also gibt es da diese Tradition in der Türkei, weil es ja doch immer schon seit Jahrzehnten Aufnahmeland von so vielen Flüchtlingen und Ausländern war. Das lässt sich so einheitlich nicht beantworten, weil die Türkei ist ein Vielvölkerstaat. Also in der Türkei leben ja Millionen Kurden, geschätzt 15 Millionen Kurden. Es leben Griechen dort, auch Armenier dort, etc. Das ist auch, wenn man sich, also das Osmanische Reich, auf dem ja die türkische Republik aufgebaut wurde, war ja schon ein Vielvölkerstaat. Und wir haben religiöse Minderheiten, in Anführungsstrichen, die Aleviten. Und wenn wir von Minderheiten reden, meine ich keine kleine Gruppe, wir reden hier immer über Millionen. Und tatsächlich tut man sich in dem Land doch eher schwer mit der Minderheitenpolitik. Also es wird auch mitunter als Geburtsfehler der Republik betrachtet. Republikgründer Mustafa Kemal Atatürk. Die Republik feiert übrigens im Oktober ihr 100-jähriges Bestehen. Ganz wichtiges Datum für die Türkei. Es wurde der Kemalismus, den meine ich damit, es wurde festgehalten. Also, dieses Vertragswerk von Lausanne, da wurden gewisse Minderheiten einfach schon ausgeschlossen. Unter anderem die Kurden. Die mussten sich in die türkischen Reihen eingliedern. Eine Nation, eine Flagge, eine Nation, heißt es im Türkischen. Also es ist rassistisch aus Sicht der Minderheiten sicher, aus Sicht der Staatsgründer, die sehen das anders. Aber ja, man hatte immer wieder Schwierigkeiten mit den Minderheiten in seinem Land. Und das ist jetzt nichts, was die CHP erfunden hätte. Das haben eigentlich fast alle Parteien durchgängig, ja. Ich würde gerne zu dem, was du am Anfang gesagt hast, wo du mich glücklicherweise auch korrigiert, dass eben diese Lichtgestalt Erdogan, weil wir sie vor allem in Europa oder im Westen ausschließlich als diese autokratische Figur wahrnehmen, dem war ja nicht so, wie du ja auch in deinem aktuellen Buch sehr schön schreibst, wo du eben auch, es war also, als Erdogan damals Ministerpräsident wurde 2003, war er ja auch ein Hoffnungsträger für alle möglichen Seiten. Und man hat ihn ja auch, ich glaube, du zitierst da die European Voice, also ein Brüsseler Magazin, das ihn zum Europäer des Jahres gemacht hat. Oder auch im Time Magazine, wo er als einer von 100 einflussreichsten Menschen genannt worden ist, wohingegen europäische Politiker gar nicht genannt worden waren. Und dass Erdogan ja durchaus am Anfang ist gut, wahrscheinlich die ersten 10 Jahre, oder sogar mehr so diese Demokratisierungsbestrebungen im Land vorangeschritten hat lassen und auch, also was die Minderheitenrechte angeht, auch den Friedensprozess mit der PKK, den Dialog mit Europa, dass er schon
allgemein als diese Lichtgestalt gesehen wurde, obgleich, und dann erwähnst du auch kritisch, also dass vor allem Oppositionelle und auch sehr viele kritische Journalisten immer gemeint haben, das ist in Wahrheit ein Wolf im Schafspelz, der im Prinzip auch keinen Hehl von seiner, nie einen Hehl daraus gemacht hat, was er tatsächlich denkt, dass das alles nur Fassade ist. Mhm. War das alles tatsächlich nur Show? Du, das kann ich nicht beantworten, weil dann müsste ich das Gehirn des Präsidenten schauen können. Und das kann ich nicht. Aber ich kann aus vielen, vielen Gesprächen, die ich für die Bücher geführt habe und durch meine Zeit bei der APA, die ich in der Türkei gelebt habe, ableiten oder was ich gehört wurde und was ich für sehr glaubwürdig halte, auch von ehemaligen Wegbegleitern Erdogans, dass er es wirklich die ersten Jahre ernst gemeint hat mit der Liberalisierung, mit der Öffnung, mit dem Beginn der EU-Beitrittsgespräche, die er ja geschafft hat. Immerhin, er hat die Türkei vor die Türe Brüssels geführt und dass es wirklich durchaus ernst gemeint war, aber dass es dann halt gekippt ist. Und ich finde, was immer wieder so ein bisschen übersehen wurde, ist Erdogans Biografie, wenn man sich anschaut, wie er politisch sozialisiert wurde, dass sein Demokratiebegriff, so wie der geprägt wurde, sehr schwierig ist. Ja, also Erdogan ist unter Necmettin Erbakan politisch herangewachsen. Necmettin Erbakan war 1997 kurzzeitig Ministerpräsident, wurde vom Militär zum Rücktritt gezwungen. Und Erbakan ist ein Islamist. Und der war halt sein politischer Ziehvater, genau. Und er ist Erdogan ist in der Milli Görüş-Bewegung politisch auch mit herangewachsen. Und die Milli Görüş-Bewegung ist eine ultranationalistische Bewegung. In Deutschland gibt es da immer wieder Bestrebungen oder wird es auch vom Verfassungsschutz beobachtet? Müsste ich nochmal schauen, ob sie momentan eigentlich, wie der Stand der Dinge ist. Das heißt, er kommt aus der ultranationalistischen Ecke und hat dann, und es gibt dieses berühmte Zitat von ihm, also es wird ihm zugeschrieben, es ist eigentlich gar nicht ganz klar, ob er es gesagt hat, Demokratie ist ein Zug und wenn wir angekommen sind, dann steigen wir aus. Aber das sagt ja schon sehr viel aus, dass man ihm das zutraut. Mhm, dass man Demokratie nur als Mittel zum Zweck sieht und in Wahrheit will er was anderes quasi errichten. Genau. Und man muss ganz klar auch sagen, die ersten Jahre, die er als Ministerpräsident gehandelt hat, wo er all die Reformen umgesetzt hat, auch auf Wunsch der EU, da hat die Opposition schon gewarnt, diese Reformen, die nutzen auch Erdogan. Und das stimmt. Also zum Beispiel gab es diesen Wunsch von der, also eigentlich nicht nur den Wunsch, gab es eine ganz klare Vorgabe von Brüssel, dass das Militär sich in die zweite Reihe, dritte Reihe zurückstellen soll. Denn das Militär war quasi wie eine Schattenregierung im Land tätig, bis zu der Zeit in der Türkei. Und Erdogan hat das mit Reformen halt geändert. Und es ist ihm zunutze gekommen. Denn das Militär war eine Gefahr für ihn. Kemalisten wollten ihn nicht. Und er hat sie gebannt. Und das hat alles nochmal zugenommen nach dem Putschversuch 2016. Das war dann so die ultimative Zuspitzung der ganzen Situation. Mhm. Gleichzeitig können wir ganz kurz in die Geschichte zurückgehen. Kannst du einige Momente ausmachen, wo du den Eindruck hast, dass das gekippt ist bei Erdogan? Also das ist diese Demokratisierungsversuche eben aufgrund des potenziellen EU-Beitritts zwar gemacht worden sind, aber dass dann irgendwann eine Enttäuschung eingesetzt hat. Also ich glaube, du erwähnst, dass der Bruch mit Europa eigentlich schon sehr früh, 2004, eingesetzt hat in der Zypern-Frage. Genau. Und dass da klar war, kannst du das vielleicht nochmal erklären, weil da war irgendwie klar, dass man sich auf die Europäer nicht verlassen kann. Also es ging um die Zypern-Frage und die Türkei hat sehr stark dafür geworben, mit einem Ja zu stimmen, dass... Das war der Annan-Plan, also wo die der Annan-Plan, ja, genau, also wo sich sowohl die Zyprioten und die Türken darauf geeinigt hätten, dass es da eine Zusammenarbeit gibt, aber die Griechen haben, obwohl es sehr viele Zugeständnisse auch an die Griechen gegeben hat im Annan-Plan, haben die
haben sie nicht zugestimmt und die Türken haben dem Plan schon zugestimmt, obwohl es eher zu ihrem Schaden gewesen wäre. Genau, und also genau, herzlichen Dank. Und in der Türkei hat Erdogan wirklich dafür auch massiv geworben, dass man da mit einem Ja stimmt zu den anderen Plan, trotz all der Vorbehalte, trotz der gemeinsamen schwierigen Geschichte. Und das wurde abgelehnt von griechischer Seite aus. Und Zypern ist dann halt auch mal Teil der EU geworden und die Türkei halt nicht. Das hat man als ziemlich, da hat man sich vorgeführt gefühlt in der Türkei. Da geht es auch um das Thema Nationalstolz. Mhm. Und genau, das hat man, das war eine Demütigung, ganz klar. Und da fing das schon an mit dem Bröckeln, da hat es schon gebröckelt, das Verhältnis zu Brüssel. Und dann kam hinzu immer wieder, dass man erlebt hat, dass Länder, die sich viel später beworben haben um eine Mitgliedschaft, dass die an einem vorbeigezogen sind, dass die reingelassen wurden und dass man das Gefühl hatte, und das ist sicherlich auch nicht nur ein Gefühl gewesen, dass es auch durchaus eine Doppelmoral gab von Brüssel. Also man hat mitbekommen, dass zum Beispiel in Frankreich oder in Deutschland, die Vorbehalte enorm waren gegen einen EU-Beitritt der Türkei. Also unter anderem Angela Merkel, die immer von einer privilegierten Partnerschaft gesprochen hat. Sarkozy, der das verhindern wollte. Und das hat natürlich Spuren hinterlassen. Das hat natürlich dazu geführt, dass man sich ja wirklich gedemütigt gefühlt hat. Ich kann es tatsächlich aus türkischer Perspektive auch teils verstehen. Mhm. Man ist da selbst mit so einem Reformeifer rangegangen. Man hat sich wirklich Mühe gegeben. Man hat so viel losgetreten und gemacht. Aber es gab immer Vorbehalte. Und es gab dann halt auch, was sich dann auch noch aufgetan hat zu der Zeit, war, die EU ist ja ein christlicher Club, die wollen uns nicht. Mhm. Es war dieses Gefühl, das blieb in der türkischen Gesellschaft. Und ich finde auch, dass man das eigentlich nicht von der Hand weisen kann, dass man auch da auch mal für Verständnis für Ankara werben muss. Und das hat schließlich dazu geführt, dass Ankara sich einfach auch anders umgesehen hat. Also gesehen hat, wir brauchen verlässliche Partner. Mhm. Und sich zum Beispiel Richtung Russland gewendet hat, sich zum Beispiel Richtung China gewendet hat, sich auf dem afrikanischen Kontinent ausgebreitet hat. Es gibt ein Recep Tayyip Erdogan Krankenchaos und auf dem afrikanischen Kontinent. Und dass man sich jetzt zum Beispiel, also das ist aktuell der Stand der arabischen Welt, in vielen Ländern auch wieder annähert, weil man einfach weiß, mit der EU, das wird nichts mehr. Mhm, mh. Aber das hat auch damit ein bisschen zu tun gehabt, dass eben das mit der EU wird nichts mehr, aber auch dieses Selten, also gut, ich habe jetzt zwei Nachfragen. Das eine ist, ob das diese Behandlung der EU und Europas dazu zur Radikalisierung innerhalb des Landes beigetragen hat. Und andererseits auch diese Rolle, die man dann im Nahen Osten oder in Afrika gespielt hat oder jetzt auch gerade spielt, dass man sich auch als Vertreter der Musliminnen und Muslime sieht. Also dass Erdogan schon diesen Anspruch auch, einen gewissen, das ist vielleicht übertrieben, aber schon einen panislamischen Anspruch haben könnte? Also deine erste Frage war, dass die Radikalisierung im Land auch damit zu tun hat, dass die EU sich da durchaus ja mit einer Doppelmoral gehandelt hat. Genau, ja. Ja, das glaube ich schon. Also natürlich ist die EU nicht daran schuld, dass sich die Regierung radikalisiert hat, dass der Autoritismus zugenommen hat. Aber ich denke schon, wenn diese Beitrittsgespräche weiter fortgeführt wären, das wäre ein sehr gutes Signal auch an die Zivilgesellschaft gewesen, mhm. an die Millionen Menschen, die sich diesen Beitritt wünschen. Mhm. Und dass Gespräche eigentlich immer produktiv sind, wenn man einfach, dass sie nie vom Nachteil sind. Und dieser Pan-Islamismus, also Erdogan sieht sich ja auch so ein bisschen als Beschützer der Palästinenser. Mhm. Das hat er ja in Davos beim Weltwirtschaftsforum mal auch gezeigt, als er auf Shimon Peres gestoßen ist. Dieser große Eklat, den es da gab. Genau, wo er dann aufgestanden ist und gesagt hat, ich rede nicht, also es ist unmöglich, genau. Wie man hier mit mir redet und so, ja. Mhm. Genau, großer Eklat. Es ist immer noch auf YouTube etc. überall zu finden. Das ist ja durch alle Medien gegangen. Da sieht man auch, wie sein Charakter ist, sehr aufbrausend und
Genau, und auch in der Syrien-Frage eben, dass man gesagt hat, man muss unseren muslimischen Brüdern und Schwestern quasi hier einen sicheren Hort geben. Also so, also in dieser Form der Propaganda ja auch. Syrien ist auch mal was anderes, meines Erachtens nach. Aber um nochmal auf den Pan-Islamismus zu sprechen zu kommen. Das hat damit zu tun, dass man auch die konservative Klientel zu Hause bedienen will und muss. Und es hat damit zu tun, es geht schlicht und ergreifend um Wählerstimmen. Und das ist der Hintergrund. Und Syrien, da geht's auch nochmal, das ist nochmal, finde ich, ein anderer Fall. Ja. Aber da wird auch, da gibt's dieses Wording, das stimmt, unsere muslimischen Brüdern und Schwestern, so wurde auch von der AKP lange Zeit geworben, dass man doch gastfreundlich sein sollte den syrischen Geflüchteten gegenüber, seien ja genau die syrischen Brüdern und Schwestern. Ich möchte ein bisschen kurz noch in der Chronologie, also der innenpolitischen Ereignisse bleiben, weil ich glaube, viele haben irgendwie vergessen, was die Gezi-Park-Proteste waren und auch den Putschversuch 2016, also dass das eigentlich zumindest für Außenstehende die zwei riesigen Ereignisse in der türkischen Innenpolitik waren, die diesen Staat autoritärer oder autokratischer gemacht haben. Du hattest gerade gefragt, Entschuldige, da hatte ich den Faden verloren, Kipppunkte in der Biografie Erdogans. Großer Kipppunkt, ich hole jetzt nochmal aus, 98, 99, Erdogan war erfolgreicher Bürgermeister von Istanbul, war sehr beliebt in dieser Funktion und wurde verurteilt wegen des Vortragen eines Gedichtes. Und damals war die Justiz noch kemalistisch geprägt. Und er hat gesagt damals... Das war das mit den Bajonetten, genau, kannst du das... Genau, das war unsere Minarette, sind unsere Bajonette. Ich kann es gerade nicht auswendig, aber das ist diese berühmten Verse, die übrigens also ganz bekannt sind in der Türkei. Er hat da jetzt kein Geheimgedicht vorgelesen. Das ist findet sich in vielen Büchern. Aber im Endeffekt, man wollte ihn loswerden. Er war erfolgreich in dem, was er getan hat. Er war beliebt und die kemalistische Justiz, die Kemalisten wollten ihn stoppen. Es gab diese Verurteilung. Er musste für rund 4 Monate ins Gefängnis, wurde des Amts erhoben und erhielt ein Politikverbot. Wie wir sehen, war das nicht sehr erfolgreich. Aber das war natürlich, das sagt er auch, dass das ein großer Kipppunkt war in seiner Biografie. Und dann gab es ein Verbotsverfahren gegen die AKP. Das heißt, die Justiz hat versucht, die Regierungspartei zu verbieten. Das war 2007 oder 2008 war das. Und es ist mit einer Stimme ist es abgewendet worden. Also das muss man sich wirklich vorstellen. Eine regierende Partei soll verboten werden. Ganz knapp ist es nur ausgegangen. Dann gab es 2007 war das, sollte Abdullah Gül zum Staatspräsidenten ernannt werden. Abdullah Gül, ein Weggefährte Erdogans, ein AKP-Mitgründer. Und da hat es mehrere Anläufe gebraucht, weil die Opposition das immer versucht hat zu verhindern. Also es war sehr schwierig, das durchzubekommen. Gab eine Staatskrise in der Türkei. Es folgten die Gezi-Proteste 2013, wo Erdogan das erste Mal miterlebt hat, dass Millionen Menschen ihn nicht so gut finden, gegen ihn auf die Straße gegangen sind. Und 2016 dann halt der gescheiterte Putschversuch. Das waren Kipppunkte. Und mit den Erdogan, mit den Gezi-Protesten ging es schon los, dass es wirklich stark gekippt ist in Richtung autokratisches System. Und der Putschversuch war dann schlicht ein Katalysator des Ganzen. Kannst du noch, weil ich fand, du hast in deinem Buch auch sehr schöne Stimmen aus dieser Zeit wiedergeben können, also wie inklusiv diese Gezi-Protestbewegung eigentlich war. Wir hatten Junge, wir hatten Alte, wir hatten Frauen mit Kopftuch, es gab Frauen ohne Kopftuch, es gab Straighte wie Queere, also es war so ein Querschnitt der gesamten Gesellschaft eigentlich.
Ja, also Gesi, ich war nicht vor Ort, aber das, was ich von den Menschen gehört habe, die mir für Interviews, für die Bücher das erzählt haben, es muss wie Woodstock gewesen sein. Es waren wirklich Menschen aus allen politischen Lagern und religiösen Schichten vertreten. Konservative, liberale Menschen aus der LGBTQ-Bewegung, verschiedenster Parteien, politischer Parteien, jung und alt. Ja. Mhm. Und beim Putschversuch 2016 warst du aber im Land oder erst danach? Da war ich zu Hause in Istanbul und habe davon berichtet, ja. Mhm. Wie war das damals für dich? Das werde ich mein Leben nicht vergessen. Es gibt berufliche Ereignisse, die sind historisch. Und das ist einer dieser Ereignisse gewesen. Ich war in Istanbul abends zu Hause. Es war Freitagabend und ich kann mich unglaublich gut daran erinnern. Ich bin nämlich einen Chai trinken gegangen und bin dann... hatte mein Handy zu Hause liegen lassen und habe auf dem Weg nach Hause über mir, das war so gegen 22 Uhr Ortszeit, geschätzt 21 Uhr irgendwie um den Dreh herum, habe Helikopter in der Luft gehört und gedacht so, aha, was ist denn los? Aber dann irgendwie denkt man sich, ach Gott, in Istanbul ist ja immer was los. Und aber es war Unruhe in der Luft. Dann bin ich nach Hause gekommen, schaue auf mein Handy und sehe, dass meine Mutter dreimal angerufen hat. Meine Mutter, die in Deutschland lebt. Ich habe gedacht, was ist denn da los? Und habe sie zurückgerufen und die meinte dann, wo bist du? Da meinte ich, zu Hause. Und sie so, bei euch ist ein Putsch. Und das war erstmal großes, also ich meinte das, ich habe da so ganz idiotisch aus dem Fenster geguckt und meinte so, nein, es ist kein Putsch. Sie so, doch, bei euch ist ein Putsch. Und dann habe ich die ganzen Eilmeldungen erstmal auf dem Handy gesehen und im Fernseher angeschaltet. Und dann war die Frage, ich habe auf der asiatischen Seite gewohnt, wohin, was machen? Also was passiert eigentlich? Großes Chaos, nicht? Und ob ich zu Freunden auf die asiatische Seite gehe, dann hieß es aber nein, es könnte sein, dass die Brücke gesperrt wird. Dann bin ich einfach zu einer Freundin, die in der Nachbarschaft wohnt, zu der gerannt. Und draußen waren die Menschen alle auf der Straße, die haben alle Lebensmittel gekauft, die Geldautomaten, da standen Schlangen, weil es war ja überhaupt nicht klar, was los ist. Ob man sich jetzt für Tage in die Wohnung, in der Wohnung verstecken muss. Und dann bin ich halt zu dieser Freundin, habe von da aus schon gearbeitet, habe die Medien immer im Blick gehabt. Und dann, das werde ich nie vergessen, wurde halt die Schallmauer durchbrochen. Und das kann man sich nur vorstellen, wenn man das erlebt hat. Also das ist wirklich mächtig. Wir haben uns dann unter den Tischen versteckt, weil wir nicht wussten, ob es hat sich in dem Moment so angehört, als wenn das Gebäude zusammenkrachen würde, in dem wir waren. Und dann irgendwann, weiß ich noch, das Internet hat die ganze Zeit funktioniert. Es ist nicht zusammengebrochen, was auch seltsam war, dass in solchen Momenten das Internet funktioniert. Mhm. Und dann ist irgendwann Erdogan im Fernsehen erschienen, bei also CNN Türk. Auf dem Smartphone dieser Moderatorin. Genau. Mhm. Genau, diese berühmte Szene. Und dann saß ich da im Fernseher und dann ging es ja eigentlich erst richtig los. Also dann sind die Menschen auf die Straßen, auf den Taksimplatz. Er hat ja das Volk aufgerufen, sich gegen die Putschisten zu stellen. Und dann ging die Katastrophe ja los. Und mit Dutzenden Toten und ganz viel Blutvergießen und Chaos, ja. Mhm. Hast du dann in dem Moment gedacht, dass da jetzt geputscht wird und dass wir jetzt vor einer neuen türkischen Zeitrechnung stehen? Oder was waren so deine Ad-hoc-Prognosen? Also der Putschversuch war ja ganz schnell klar. Die Regierung hat das ja auch genauso benannt. Es ist ein Putschversuch. Und es war nicht, es war auch in dem Moment klar, jetzt beginnt eine neue Phase der türkischen Geschichte. Denn egal wie der Putsch geendet hätte, das hinterlässt, also es ist, welche Seite gewonnen hätte, man hätte sich ja ja, also es war klar, das macht was mit dem Land. Und die Türkei hat ja schon mehrere Putsche erlebt. Und es war eigentlich immer, gab es danach große politische Veränderungen oder auch gesellschaftliche. Der bekannteste oder der blutigste Putsch 1980, wo tausende Menschen in die Gefängnisse mussten, tausende das Land verlassen haben aus Angst vor Folter. Und es wurde recht schnell klar, fand ich, in der Nacht, dass die Regierung das unter Kontrolle hat. Es
fand ich auch sehr glaubwürdig, wie das kommuniziert wurde. Und dass die Regierung das für sich nutzen würde. Es gibt ja dieses, Erdogan hat ja gesagt, das ist ein Geschenk Gottes gewesen. Und für ihn war das sicherlich auch ein Geschenk, ja. Er hat es ja absolut zu seinen eigenen Gunsten ausschlachten können. Weil danach begannen die berühmten Säuberungswellen. Es wurden über 100.000 Beamte, Lehrer, Polizisten entlassen aus dem öffentlichen Dienst und auch Tausende dann später inhaftiert. Genau. Und der Staatsapparat wurde wirklich, der war schon zuvor sehr umfänglich mit Regierungsanhängern besetzt. Der wurde vollumfänglich mit Loyalisten besetzt. Kritiker wurden, also schon, das ging ja schon am Samstag los. Der Putsch war die Nacht von Freitag auf Samstag. Samstag wurden schon die ersten Kritiker entlassen, haben ihre Jobs verloren. Und für kritische Journalisten wurde es noch schwieriger. Etliche Redaktionen wurden geschlossen, Verlage oder wurden von regierungsnahen Vertretern übernommen. Und es wurde das Präsidialsystem eingeführt. Die Türkei ist ein, es wurde nochmal Wahlkampf gemacht für das Präsidialsystem. Auch mit dem Argument, wir brauchen eine starke Partei, einen starken Präsidenten. Und es ist ihm gelungen, die Menschen zu überzeugen, oder rund über 50%. Es war sehr knapp, die Abstimmung. Und die Türkei ist seitdem ein Ein-Mann-Staat. Kannst du da nur kurz umreißen, weil es gab ja damals das Referendum, wo die Türkinnen und Türken darüber abgestimmt haben, ob sie das wollen, und sie wollten es. Und was das jetzt konkret bedeutet, dass es diesen Ein-Mann-Staat gibt? Also seit Einführung des Präsidialsystems, seit der Abstimmung 2017 und danach wurde das Präsidialsystem eingeführt, ist die Türkei ein Ein-Mann-Staat. Erdogan ist Staatspräsident, Ministerpräsident, Regierungschef, alles in einem. Das heißt, er hat die absolute Kontrolle über alles. Mhm. Und er ist derjenige, der alles bestimmt. Und das macht er auch. Und es gab immer wieder, die Gewaltenteilung ist quasi aufgehoben. Es gibt sie immer noch formell, aber es ist mehr oder weniger ein Papiertiger. Und es haben auch in den letzten Jahren, das ist ganz wichtig, haben immer mehr ehemalige Weggefährten Erdogans, die AKP verlassen oder auch Erdogan verlassen, weil sie genau diese Politik nicht mittragen wollten. Er ist nur noch umgeben von Ja-Sagern. Mhm. Aber was kann er jetzt, also wenn wir jetzt nochmal quasi nochmal eine weitere Ära Erdogan haben, wie viel mehr kann er noch dieses System quasi zu seinem Gunsten verändern? Gute Frage. Wie viel kann er das noch mehr zu seinem Gunsten verändern? Also wie viel autokratischer kann er im Prinzip noch werden? Also es ist immer noch so, dass es in der Türkei eine sehr wache, sehr aktive Zivilgesellschaft gibt. Es ist immer noch so, dass es oppositionelle Medien gibt, die auch am Kiosk liegen. Es ist immer noch so, dass es im Parlament eine Opposition gibt. Aber natürlich kann das System noch repressiver werden. Das heißt, wenn er die nächste Abstimmung gewinnen sollte, wonach es ja aussieht, er sieht ja auch die Zahlen. Es wird ja knapp werden. Es könnte ja hinauslaufen auf 50, knapp über 50, und den Rest bekommen die anderen. Und das kann man ja nur zusammenhalten, indem man weiter Druck ausübt, indem man weiter, indem man repressiver wird. Und davon ist eigentlich auszugehen. Also es deutet wenig darauf hin, dass eine Liberalisierung stattfinden wird. Also ganz im Gegenteil. Also, dass man noch mehr Personen verfolgen wird, dass man noch mehr inhaftieren wird, dass man noch mehr irgendwelche Scheingründe finden wird, um Leute zu mahnen, festzunehmen, zu bestrafen. Das halte ich nicht für abwegig, ja. Mhm. Ich würde gern zur Kurdenfrage noch, bevor wir, also Abschluss, noch nicht ganz zum Abschluss, aber fast zum Abschluss kommen, weil ich ja auch ursprünglich gemeint habe, dass eben Erdogan ja eigentlich diesen Friedensprozess mit der PKK quasi eingeleitet hatte, und dann eigentlich ist das erst so
2015 ins Kippen gekommen, richtig? Also als die AKP das erste Mal die Wahlen, also nicht Wahlen verloren hat, aber quasi Stimmen verloren hat, weil sie hat ja drei Wahlen in Folge Zuwächse gehabt und 2015 war dann dieser kurze Abbruch, wo dann auch die HDP, also diese kurdisch-links-progressive Partei, eingezogen ist ins Parlament. Und da hat da so ein Umschwung stattgefunden, richtig? So ist es, denn die HDP hat damit geworben, wir werden das Präsidialsystem nicht zulassen und ist überraschend mit 13% ins Parlament eingezogen. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, ich war an dem Abend in Istanbul zum Arbeiten und ich war damals auch bei der Pressekonferenz der HDP und es war so eine wahnsinnige Aufbruchsstimmung, weil man selbst von diesem Ergebnis überrascht war. Und was ist passiert? Die nächsten Monate folgten einige sehr hässliche Terroranschläge. Die Wahlen wurden annulliert, sie mussten wiederholt werden und die nationalistische Stimmung nahm immer weiter zu. Und über der HDP schwebt im Moment ein Verbotsverfahren. Dutzende HDPler sitzen in Gefängnissen. Es wird ihnen vorgeworfen, dass sie der als terroristisch geltenden PKK nahestehen würden. Und es deutet vieles darauf hin, dass die Partei auch demnächst aufgelöst wird. Ganz vieles. Und Selahattin Demirtas, die bekannteste Figur der HDP, sitzt ja immer noch im Gefängnis. Mhm. Und er hat die eigentlich, also man sagt ja so de facto aus dem Gefängnis versucht, den Wahlkampf also zu führen, ist übertrieben, aber dafür zu werben, sowohl die Grüne, also ich glaube die Grüne Partei war das, zu wählen, weil ja die HDP offiziell nicht angetreten ist bei diesen Wahlen und quasi und dort ihre Kandidaten hat und auch einerseits Kemal Kılıçdaroğlu mehr oder weniger zu unterstützen in dieser Wahl. Ja, das macht Demirtas immer noch, auch jetzt nach der Stichwahl. Es wird getwittert und es werden Statements von ihm veröffentlicht. Und ich weiß gar nicht, ob er es persönlich war, aber die HDP hat Kemal Kılıçdaroğlu unterstützt in diesem Wahlkampf. Sie ist mit einer anderen Partei angetreten bei dieser Stichwahl, bei dieser Präsidentschafts- und Parlamentswahl war ja eine Doppelabstimmung. Hat aber auch eher nicht so gut abgestimmt, wie eigentlich erhofft. Also man ist auch bei der HDP enttäuscht über das Wahlergebnis. Man hatte sich mehr erhofft. Mhm. Ist man eigentlich, also seitdem ja dieser eher, ich meine, man kann es als antikurdischen Kurs, den Erdogan da fährt, bezeichnen, inwieweit destabilisiert der auch die Region? Also weil, wenn wir uns die Angriffe 2019 auf Nordsyrien ansehen, nachdem sich die Amerikaner da zurückgezogen hatten und quasi Erdogan ja immer wieder, also die Türkei immer wieder gesagt hat, wir brauchen da eine Pufferzone zur Türkei und dass da im Prinzip PKK-Terroristen unsere Souveränität bedrohen. Und wie kann man diesen Faktor irgendwie einschätzen? Kommt auf die Sichtweise an, auch hier. Und die syrische Regierung Assad will, dass die Türkei aus dem Land verschwindet. Mhm. Und die türkische Regierung Ankara ist aber noch da. Und man sagt halt immer wegen, also um eine Pufferzone einzurichten, aber auch um Terroristen zu bekämpfen auf der anderen Seite. Und das kommt auch ganz groß in den türkischen Medien. Das ist dann so ein nationalistischer Moment, der auch instrumentalisiert wird von der Regierung. Und Destabilisierung, ob es dafür reicht, weiß ich nicht. Es sorgt für zusätzliche Unruhe. Und es ist natürlich auch ein Wirtschaftsfaktor. Die Türkei, die sich in der Wirtschaftskrise befindet, kann sich eigentlich solche Auslandseinsätze fast gar nicht leisten. Mhm. Weil ich dachte mir auch so dieses, was wir vorher besprochen hatten, diese Rolle von der Türkei, also als Global Player ein wenig, also sowohl in der Region, aber eben auch Afrika, ob das mit derartigen Einsätzen quasi nochmal bestärkt wird. Ja, das ist genau, was ich meinte, das Nationalistische, das bedient wird, denn tatsächlich ist ja die Türkei außenpolitisch sehr aktiv während ihrer Erdogan jetzt. Also wir können ja nur nach Libyen schauen, es geht Aserbaidschan, Eben auch Ukraine, Russland, also sowohl beide ganz Seiten. Genau,
ganz genau Ukraine, Russland, wo die Türkei keine schlechte Figur gemacht hat. Also ganz im Gegenteil. Das kann man auch mal löblich hervorheben. Und es ist so dieses Gefühl, wir sind uns, das ist dank Erdogan, sind wir international wieder wer? Also dieser sogenannte kranke Mann am Bosporus, den gibt's nicht mehr. Das hat Erdogan vom Tisch gefegt. Und Erdogan hat jetzt auch im Wahlkampf immer wieder gesagt, die Türkei ist nicht mehr das Land wie vor 20 Jahren. Wir nehmen keine Befehle mehr entgegen, wir erteilen Befehle. Und das ist eine Propaganda oder teilweise auch eine Wahrheit, die natürlich verfängt. Dem ist so. Und es gibt einen Satz, der Erdogan zugesprochen, den er gesagt haben soll, wir beugen uns nur zum Gebet. Und das ist es auch, was viele seiner Anhänger so empfinden. Wir gehen mit geradem durchgerückten Rücken über die internationalen Bühnen. Uns kann keiner mehr etwas. Ganz im Gegenteil. Von uns will man jetzt etwas. Wir stellen die Forderung. Mhm. Na klar, und das wirkt dann halt in der Gesellschaft. Absolut. Absolut. Mhm. Also auch in Österreich haben ja auch viele Menschen wieder die AKP und Erdogan gewählt, genau wie in Deutschland. Mhm. Ich komme zum Abschluss unseres Gespräches. So eine Analyse der türkischen Gesellschaft in den vergangenen 20 Jahren. Also wenn ich mir jetzt Politologen, also vor allem in den vergangenen Wochen durchlese, was sie sagen, kommt dann immer wieder die Türkei, die Menschen sind nationalistischer geworden, sie sind konservativer geworden, sie sind religiöser geworden, sie sind rückschrittlicher geworden. Und gleichzeitig erinnere ich mich an was du erwähnst in deinem Buch, einen Psychotherapeuten, der über seine Patienten spricht, die überhaupt nicht über Politik reden wollen, sondern die sich offenbar eher wieder ins Private zurückziehen, lieber über ihre Essstörungen reden, als jetzt über Putschversuche. Mhm. Ich fand dieses Spektrum sehr weit. Wie wäre jetzt so, ich weiß, es ist ein bisschen fies, diese Anamnese zu machen, aber so die türkische Gesellschaft, wie ist die drauf jetzt nach 20 Jahren Erdogan? Mhm. Nicht so, wie Erdogan sich das gewünscht hat. Sie ist nicht konservativer geworden, nein. Das sehe ich nicht so. Sie ist nicht rückschrittlicher geworden. Sie ist nicht nationalistischer geworden. Ganz im Gegenteil. Es gibt Studien dazu, dass immer weniger Menschen stark religiös sind in der Türkei. Es gibt Studien dazu, dass wie viele Menschen sich eine Liberalisierung weiterhin noch wünschen. Es ist die Demokratie hat trotz allem Fortschritte gemacht in den letzten 20 Jahren. Also wir dürfen nicht immer nur auf diese hässlichen Wahrheiten und Nachrichten schauen. Es gibt auch viel Positives, was sich in der Türkei in den letzten 20 Jahren entwickelt hat. Die Türkei ist trotz dieser politischen Repressalien, die wir erleben seit einigen Jahren, eine Erfolgsgeschichte. Und es ist leider nur bedauerlich, dass es seit einiger Zeit wirklich bergab geht, also auch vor allem wirtschaftlich jetzt, halt auch politisch durch das autoritäre Regime und dass immer mehr Menschen das Land verlassen wollen. Es gibt eine ganz tolle Jugendstudie, die veröffentlicht wurde, das muss im letzten Jahr gewesen sein, wo halt ganz viele Jugendliche sagen, wir haben keine Hoffnung mehr in diesem Land, wir haben keine Perspektive in dem Land. Es hat natürlich nochmal durch das schreckliche Erdbeben im Februar nochmal zugenommen, diese Perspektivlosigkeit. Und dass sich der Staat nicht um einen kümmert, also dass es tagelang gebraucht hat, bis Hilfe gekommen ist. Und ja gut, und da kam wieder die Frage der marginalisierten Gruppen ins Spiel. Aber Dann kamen wieder genau die marginalisierten Gruppen ins Spiel. Es kam aber natürlich auch als Wirtschaftsfaktor auch natürlich hinzu, dass Millionen Menschen ihr Zuhause verloren haben, ihre Jobs verloren haben und einfach immer noch in Zelten leben, Tausende, nicht wissen, wie es weitergeht. Also ich finde, dass wir in deutschen Medien immer zu negativ auf die Türkei sehen. Dass wir sie so, also die Türkei ist auch ein sehr dynamisches Land, das eine sehr wache, wirklich Gesellschaft und auch eine sehr wache, kämpferische Zivilgesellschaft, die nie aufgehört hat, ihre Rechte und für die Demokratie zu kämpfen. Ja. Mhm, das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Danke dir, Cidem, für die Zeit und deine Expertise. Vielen, vielen Dank. Herzlichen Dank. Viele Grüße. Merci. Dankeschön.
war's wieder mit ganz offen gesagt. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn euch die Folge gefallen hat, bewertet uns doch mit 5 Sternen auf euren Podcast-Apps. Merci und auf bald. Missing Link.